害怕害怕害怕，世界末日，世界末日，快跑快跑。Bluthimmel über Millionenmetropole. Ist das ein Omen? Droht der Weltuntergang? Oder ist es ein Naturphänomen? Dieser plötzlich rote Himmel über der chinesischen Stadt Fuzhou sorgt bei Passanten für große Verwirrung. Der Himmel färbt sich rot, hört man eine Frau sagen. Und ein Mann ist beunruhigt. Warum ist der Himmel rot? Unheimlich. Das Ende der Welt. Lauft, lauft. Aber für Panik gibt es letztendlich keinen Grund. Meteorologen können schnell beruhigen. Das rote Licht wird in der Nähe des Hafens durch Lichtbrechung verursacht. Begünstigt durch das bewölkte und neblige Wetter sollen feinste Schwebestoffe in der Luft, sogenannte Aerosole, das Licht von Fischerbooten gebrochen und gestreut haben und so den roten Himmel erzeugt haben. Und die Wetterbedingungen für das Phänomen scheinen günstig zu sein. Tage zuvor kommt es bereits zum selben Bluthimmel über der knapp 700 Kilometer entfernten Stadt Zhoushan. Wissenschaftler nennen diese Art von Reflexion übrigens Rayleigh-Streuung. Dieser Effekt ist zum Beispiel auch für das Himmelsblau am Tag und die Abendröte verantwortlich. Hyper, hyper, hyper! 世界末日，世界末日，快跑，快跑！